Geduld, gute Nerven und viel Zeit. Ein Besuch heute im Stuttgarter Neckarpark, eine logistische Herausforderung. Gute Planung ist gefragt. Ja, ich habe das heute Morgen gelesen und habe gesagt zu meinem Mann, wir fahren am besten gleich los. Und dann waren wir schon um 1 Uhr da. Wir haben eigentlich den entspannten Weg genommen mit dem Zug. Weil wir wussten, wie es mit dem Auto aussieht, wenn du mit dem Auto kommst. Ja, also ich bin mit dem Auto gekommen, ne? Und ja, ich habe jetzt ein Hotel in Stuttgart und da haben wir jetzt geparkt und laufen halt den Rest jetzt, ne? Das Auto stehen lassen, stattdessen auf die Bahn umsteigen. Schon im Vorfeld haben Veranstalter und Polizei dazu aufgerufen. Denn Parkplätze sind rar. Seit dem Morgen ist eine der Hauptzufahrtsstraßen gesperrt. Wir haben zum einen hier im Stuttgarter Neckarpark eine sehr angespannte Verkehrssituation. Einen Verkehrsraum, der eben nur eine bestimmte Anzahl von Fahrzeugen aufnehmen kann. Und dieser Verkehrsraum wird heute ganz sicher an seine Grenzen kommen. Rund 90.000 Menschen, 4 Veranstaltungen parallel. Helene Fischer, Handball, Frühlingsfest und der VfB Stuttgart. Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt, nach Einschätzung der Polizei ein Hochrisikospiel. Darum sind besonders viele Einsatzkräfte vor Ort mit Unterstützung aus Bruchsal und Göppingen. Jeder kann sich hier in diesem Bereich auch sicher fühlen. Dafür sind wir da und dafür haben wir die vielen Kräfte im Einsatz. Wir haben auch, weil es sich um ein Hochrisikospiel handelt, die Reiterstaffel hier im Einsatz, die wir bei Bedarf einsetzen. Und wir halten auch Wasserwerfer bereit, um gegebenenfalls Auseinandersetzungen zwischen Fanlagern verhindern zu können. Auch auf dem Frühlingsfest nebenan wird das Thema Sicherheit heute großgeschrieben. 50% mehr Sicherheitspersonal am Eingang und auf dem Gelände. Und selbst die Mülltonnen sind niet- und nagelfest. Also wir haben tatsächlich alles gesichert, was zu sichern ist. Wir haben die ganzen Auslagen mit den Schaustellern besprochen, was sie da zurücknehmen müssen und zurückbauen können. Und wir werden vor allem ab 22.30 Uhr keinen Ausschank mehr im öffentlichen Bereich zulassen. 4 Veranstaltungen, zu viel Wirbel auf einmal? Ganz im Gegenteil. Also wir sind hier in einem Veranstaltungsgelände, das weit über 100.000 Menschen aufnehmen kann, das einmalig in Europa ist. Und das wollen die Besucherinnen und Besucher heute Abend in vollen Zügen genießen.